Wir kommen jetzt zu dem sehr konkreten Teilen und ich möchte dazu, und ich freue mich ganz besonders, weil wir jetzt ein Leuchtturmprojekt sehen werden, gleich zum Start ein Leuchtturmprojekt, das zeigt, wie weit man eigentlich kommen kann, um am Schluss ein Bürogebäude ohne jegliche Heizung und ohne jegliche Kühlung in unserer Klimazone zu errichten, mit allerdings einem sehr anderen Ansatz, als übliche Bürogebäude gemacht haben. Verantwortlich dafür ist Lars Junghans, er ist Professor am Taubmann College, ich bitte ihn heraufzukommen. Am Taubmann College der University of Michigan. Er hat seine Dissertation bei Professor Daniels und bei Eberle an der ETH Zürich gemacht und seinen Postdoc an der Universität of California in Berkeley. Das heißt, er ist mittlerweile sozusagen ein Botschafter deutscher Innovation, Schweizer Innovation und damit auch österreichischer Innovationen hinüber nach US-Amerika. Ich glaube, die brauchen das, weil da geht einiges, was so die offizielle Ebene eines Regierungsführers vorangeht, doch nicht ganz in die Richtung, dass das Klima helfen wird. Aber hier steht eben jemand, der dort heftig mitwirkt dabei. Seine praktische Arbeit hat er gemacht an den besten und innovativsten Ingenieurbüros in Liechtenstein und in Österreich, in Vorarlberg. Und er hat daher auch in der Folge im Jahr 2011 das Energiekonzept für das Bürogebäude 2226 gemacht, das ich äußerst spannend finde und wir freuen uns sehr darauf, dort zu hören, wo und wann und warum es funktioniert und wo und warum es vielleicht an anderen Stellen nicht funktioniert. Denn eines möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Wir brauchen immer mehrere Lösungen für verschiedene Situationen, in denen wir sind. Wenn Studierende, und das werden immer wieder wird das gefragt, was ist denn nun die beste Lösung, dann sage ich dazu immer, schaut mal hinaus in die Natur, wie viele Bäume gibt es denn da? Und es gibt eine Vielzahl von Bäumen und diese Vielzahl von Bäumen haben sich seit Millionen von Jahren bemüht, Linde First oder Tanne First oder Buche First. Es ist immer noch eine Vielzahl da, trotz dieser Millionen von Jahren. Und genauso brauchen wir es in der Architektur, eine Vielfalt von Lösungen, die zum Ziel führen, nämlich, dass wir in Zukunft fossilfrei sind. Eine davon, eine wichtige, kommt davon jetzt. Bitte sehr. Ja, Ihnen besten Dank dafür. Also ich fühle mich sehr geehrt, hier aus Deutschland eine Einladung zu bekommen. Ich habe vorher aus Österreich mal eine Einladung bekommen. Aber ich persönlich bin hier in Deutschland groß geworden, bevor ich dann in die Schweiz gegangen bin und dann nach USA gekommen bin. So, und ich möchte jetzt das Gebäude hier von Baumschlager und Eberle vorstellen. So, bitte vergeben Sie etwas, wenn ich ein bisschen nach deutschen Worten suche. Also es ist für mich das zweite Mal, dass ich dieses Gebäude in Deutschen vortrage. Ich habe das jetzt schon 100 Mal in Englischen vorgetragen. Aber ich habe das bis jetzt nicht so oft in Deutschen vorgetragen. So, okay. Also wie Sie vielleicht wissen, ich bin nicht der Architekt des Gebäudes. Der Architekt ist Dietmar Eberle. Dietmar Eberle war mein Doktorvater an der ETH Zürich und als ich die Professur in Michigan bekommen habe, hat er mich dann angerufen und hat gefragt, ob ich eine Forschungsarbeit machen möchte. Die Vorausgabe für die Forschungsarbeit war einfach nur, ich möchte ein kleines Bürogebäude erstellen, nicht in Liechtenstein, sondern in Österreich. Und ich bin vollkommen frei, welche Technologie ich verwende dafür. Dietmar Eberle hat also gesagt, dass ich vollkommen frei bin, welche Technologie ich verwende dafür. Also ich bin nicht der Architekt des Gebäudes, aber ich habe das Energiekonzept damals als Forschungsarbeit an der University of Michigan entworfen. So, ich möchte zuerst über das Gebäude, über die Architektur selber etwas sprechen und dann später auf das Energiekonzept zurückkommen. Ich denke, viele von Ihnen werden das Gebäude schon kennen. Es ist dieser Kubus in Lustenau, nach meiner Meinung sehr gute Architektur, was auch sehr wichtig ist, um diese neue Technologie auch in die Welt rauszutragen, dass es auch sehr gute Architektur vorweist.
So, das ist der Lageplan des Gebäudes. Zum Lageplan selber möchte ich auch etwas über Dietmar Eberle sprechen oder die Herangehensweise von Dietmar Eberle etwas erklären. Für den Dietmar war es sehr wichtig, dass er nicht nur ein energiegerechtes Gebäude entwirft, also nicht nur auf den Energiebedarf achtet, sondern dass die Architektur an sich auch energiegerecht ist. Und für ihn energiegerecht ist auch ein Gebäude, wenn es mehr als 50 Jahre Bestand hat. Also viele Gebäude werden ja, verlieren ihre Nutzungswirklichkeit nach einer bestimmten Jahreszahl. Zum Beispiel nach 30 Jahren wird die Nutzung geändert. Und Dietmar Eberle wollte dem entgehen, wenn er einen sehr flexiblen Grundriss dort hat. Also dieses Gebäude beinhaltet das Hauptgebäude vom Baumschlager Eberle Architects. Es beinhaltet aber auch ein Restaurant, eine Ausstellungsfläche und andere Bürogebäude, also andere Büroflächen innen drin. So, dieses Gebäude ist sehr vielfältig einsetzbar und der Grundriss, dieses Windmill-Prinzip, right hier, dieses Windmühlenprinzip, ermöglicht, dass sehr viele Nutzungsanwendungen möglich sind in dem Gebäude. Von innen ist das Gebäude so gestaltet, dass es halt auch vom Tageslicht, dass das Tageslicht möglichst gut reflektiert wird, dass innen drin auch natürliche Materialien verwendet werden. Hier ist nochmal ein Eindruck von dem Restaurant, was sich im Erdgeschoss befindet. Das Gebäude an sich, hier sehen Sie die Konstruktion, das ist also ein Gebäude, was einen sehr hohen Energie, also eine sehr gute Gebäudehülle aufweist. Es wurde hier zwei Lagen von hocheffizienten Ziegel verwendet. Und dieser Ziegel hat insgesamt also 72 cm Dicke und hat auch einen sehr, sehr guten U-Wert. Also dieses Gebäude, dieses Energiekonzept benötigt auch einen sehr, sehr guten U-Wert, also einen sehr geringen U-Wert in diesem Fall. Hier sehen Sie die Werte, also des fertiggestellten Gebäudes. Also Sie sehen, dass die U-Werte im Prinzip Passivhaus-Standard sind, also sehr, sehr hohem Niveau entsprechen. Und auch die Luftdichtheit, also das Gebäude muss auch sehr luftdicht ausgeführt werden, um diese Technologie, die ich dann später vortrage, dass die halt auch eben funktioniert im Gebäude. So, jetzt komme ich zum Energiekonzept, das ist ein bisschen mein Beitrag zu dem Gebäude. So, das Energiekonzept, also zuerst möchte ich vorstellen, wie herkömmlich ein Gebäude entworfen wird, also das Energiekonzept entworfen wird. Wie Sie wissen, gibt es natürlich die mechanische Lüftung in Bürogebäuden. Die mechanische Lüftung, wir wissen alle, wie sie funktioniert. Jedoch ist es auch so, dass diese mechanische Lüftung nicht sehr einfach zu regulieren ist. Sagen wir, wenn jetzt hier dieses Bürogebäude, das simplifizierte Bürogebäude hier, wenn nur eine Person in diesem Bürogebäude ist zum Beispiel, dann läuft diese ganze Lüftungsanlage permanent durch, sodass eben auch diese anderen Bürogebäude, diese anderen Büroräume auch mitgelüftet werden. Also das zu kontrollieren ist sehr, sehr schwierig weit hier. Ja. So, wie Sie auch wissen, gibt es natürlich andere Klimatisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel das thermisch aktive Bauteil, was natürlich sehr viel verwendet wird. Hier wissen Sie auch, dass natürlich das thermisch aktive Bauteil den Nachteil hat, dass das Bauteil gekühlt oder geheizt wird und dass die Trägheit einen gewissen Time-Lag mit sich bringt in diesem Fall. So, dass wenn hier das Gebäude nicht regelmäßig benutzt wird zum Beispiel, wenn auch hier da einige dieser Büroflächen nicht genutzt werden, wird es dann trotzdem mitgekühlt oder mitgeheizt. Also ist auch nicht direkt abhängig von der Nutzbarkeit des Gebäudes.
Dann gibt es natürlich auch noch diese lokalen Heizungen oder lokalen Kühlflächen, die Sie auch kennen hier. Und das war für uns ein bisschen so ein Anhaltspunkt. Okay, wir können über diese lokalen Heizungen nachdenken. Die sind besser regulierbar für unterschiedliche Nutzungen in diesem Gebäude. Dann sind wir hingegangen und haben uns überlegt, wenn Baumschlager Ebel hat sehr viele Bürogebäude in den letzten 20 Jahren ermöglicht. Und das Büro hat festgestellt, wenn sie eine gute Gebäudehülle haben, ist der Energiebedarf sehr, sehr gering already. Das heißt, dass sie Energiebedarfswerte von ungefähr 10 Kilowattstunden oder eben sogar weniger dort vorweisen. Wir sind dann hingegangen und haben uns gedacht, dass wir diese aktive Kühlung oder aktive Heizung ganz weglassen und alles nur noch über die Lüftungsöffnungen kontrollieren in dem Gebäude. So, wir sprechen hier über eine bedarfsgerechte Lüftung, die es ermöglicht, unter diesen unterschiedlichen Nutzungen dieser verschiedenen Büroräume die angemessene Konditionierung zu finden. Hier sehen Sie jetzt eine symbolisch aufgetragene Nutzung dieser verschiedenen Büroräume hier. Und Sie sehen hier, dass hier zum Beispiel das erste Bürogebäude hier, dass der erste Büroraum nicht permanent genutzt wird. Wohingegen, das wird vielleicht am Morgen benutzt und das wird vielleicht am Nachmittag benutzt hier. Aber wenn Sie jetzt eine mechanische Lüftung haben, eine konventionelle mechanische Lüftung haben, dann ist es so, dass alle diese Büroräume permanent gelüftet werden müssen, also durchlaufen müssen. Wenn Sie jetzt aber lokal vorgehen und bedarfsgerecht lüften, dann können wir dieses Nutzerprofil für jeden Raum einzeln ansprechen. Das heißt, dass wir insgesamt den Energiebedarf durch diese bedarfsgerechte Lüftung komplett herabsetzen. Das ist jetzt hier einfach 100% der Zuluft hier aufgetragen. Und wenn wir jetzt bedarfsgerecht lüften, dann können wir sehr viel weniger lüften. Und dadurch können wir auch sehr, sehr viel Energie einsparen. So, dieses hier ist jetzt das Ergebnis einer Simulation, die ich dort in Michigan durchgeführt habe, bevor das Gebäude errichtet wurde. Und dort bin ich hingegangen und habe erstmal ermittelt, wie gut die Gebäudehülle sein muss, damit die Raumtemperatur möglichst durchgängig bei jeder Jahreszeit im behaglichen Bereich liegt. Und wir haben auch dort festgestellt, dass es nur sehr, sehr wenige Punkte gibt, wo die Raumtemperatur nicht dem Behaglichkeitsbereich entspricht. So, diese beiden Diagramme hier sind sehr wichtig für mich, weil die das Energiekonzept des Gebäudes erklären. Hier die erste ist die Raumtemperatur zu sehen und das zweite ist die CO2-Konzentration. Und wenn wir jetzt von einem sehr guten gedämmten Gebäude ausgehen, ist es so, wenn Sie die Gebäudehülle sehr dicht halten, dann steigt sogar im Winter die Raumtemperatur durch die internen Lasten des Gebäudes. Ja? So, wenn Sie das machen, ist es aber so, zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil das Gebäude dicht ist, müssen Sie dann lüften. Sie müssen ja die in der Airqualität intakt halten. Das heißt, die Luftqualität muss bereitgestellt werden. Das heißt, Sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt hier lüften. Das sind alles Simulationsergebnisse hier, das sind keine Messungen. So, und das ist übrigens auch diese traditionelle Art, wie früher eben gelüftet wurde. Wenn es stickig im Raum war, wurde einfach das Fenster geöffnet.
Und was wir versucht haben, ist eben diese Herangehensweise, diese traditionelle Herangehensweise zu imitieren und dadurch einen Computeralgorithmus zu schaffen, der genau dieses Lüftungsverhalten eben imitiert. Also die erste Möglichkeit ist, es ist sehr wichtig, dass die Gebäudehülle sehr gut ist. Wenn sie nicht sehr gut ist, dann steigt auch die Raumtemperatur nicht so weit an. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Gebäudehülle sehr gut ist. So, also wir haben also jetzt hier einen Algorithmus geschaffen, der eben den CO2-Konzentration für jeden Raum einzeln misst. Und wenn die CO2-Konzentration einen bestimmten Wert überschreitet, 1000 ppm oder 1200 ppm, dann werden automatisch die Fenster geöffnet dort. Und es ist sehr wichtig, dass die Raumtemperatur, eben auch selbst wenn das Fenster geöffnet ist im Winter, dass die Raumtemperatur niemals den Behaglichkeitsbereich unterschreitet dort. Also Ziel war es jetzt hier, dass diese Kurve, die Raumtemperatur, möglichst hoch gehalten wird. Und wenn das Fenster geöffnet wird, automatisch geöffnet wird, dass halt eben hier, dass die Raumtemperatur nicht so weit absinkt, sodass die Menschen im Gebäude nach wie vor behagliche Temperaturen aufweisen. Und das ist halt eben der Trick der Herangehensweise, dort eine Balance zu schaffen zwischen der Gebäudehülle, aber auch eben diesem Lüftungsverhalten und auch hier die Temperatur in Gang zu halten. Und unser Ziel war es eben, das Gebäude komplett ohne Heizung zu betreiben, ohne traditionelle Heizung zu betreiben, sodass die Temperaturen halt immer in diesem Band, diesem Behaglichkeitsband sind. Es ist jetzt auch so, mit diesem bedarfsgerechten Lüftung, wenn jetzt nur eine Person im Raum ist, dann brauchen sie weniger Zuluft, als wenn sie jetzt dann zwei Leute im Büro sind. Das heißt, dass sie mehr Zuluft brauchen. Es ist aber auch zur gleichen Zeit ist es so, dass diese Person natürlich interne Wärmeabgabe hat. Und wir haben auch versucht, halt eben das Gebäude so zu schaffen, dass es halt eine Balance gibt, dass die interne Wärmeabgabe gut genug ist, um die Temperaturen immer im behaglichen Bereich zu halten. Das heißt, wenn wir hier zwei Leute in diesem Büroraum haben, müssen wir natürlich mehr lüften. Aber dadurch, dass die interne Wärmeabgabe halt doppelt so hoch ist, können wir das eben ausgleichen. Ja, so sieht es aus. Also wir haben hier eine vertikale Lüftung, die ist motorisiert. Und diese motorisierte Lüftung ermöglicht halt eben, dass halt auch die Luftmenge möglichst schnell durchspült ist. Das heißt, die Druckdifferenzen sind relativ hoch, sodass die Luft möglichst gut durchlüftet wird in diesem Gebäude. Wir haben auch hier einen kleinen Trick verwendet, in der sehr, sehr einfachen Form, was wir Model Predictive Control nennen. Also wir verwenden für den Sommer, die interne Speichermasse für eine Nachtlüftung, für ein Nachtlüftungskonzept. Und sehr oft, besonders in der Übergangszeit, ist es ja so, dass die Temperaturen nicht immer gut vorausgesagt werden im Gebäude. Und wir haben da jetzt so einen Algorithmus gefunden, der halt eben die Raumtemperaturen für den nächsten Tag voraussagt, wenn der Weather Forecast, also wenn die Wettervorhersagen bereitgestellt werden. Das heißt, wir können eben sagen, ob diese Lüftungsöffnung geöffnet wird über Nacht, sodass Nachtlüftung aktiviert wird oder nicht, durch diesen Algorithmus. Dieser Algorithmus im Gebäude 22, 26 ist aber sehr, sehr vereinfacht. So, wir haben auch Messergebnisse für dieses Gebäude.
Das erste Messergebnis, das ist für das Jahr 2015. Und jedes dieser Punkte ist ein Messpunkt für einen bestimmten Büroraum hier. Für jede 10 Minuten haben wir den Normalwert des Gebäudes. Das ist die Raumtemperatur hier. Und die Raumtemperatur ist aufgetragen im Verhältnis zur External Temperature, also zur Außentemperatur. So wie Sie sehen, gibt es hier doch einige Punkte hier, die außerhalb des Behaglichkeitsbereichs sind von 26 Grad. Jedoch sind es genau diese Tage, wo auch die Außentemperatur relativ warm ist. Es gibt auch diese Art der Messung, also die gleichen Daten, aber in einer anderen Form aufgetragen. Erstmal die Lufttemperatur im Winter, in der kaltesten Woche 2015. Und wie Sie sehen hier, also das Prinzip dieser Lüftung, dieser Automation funktioniert gut, selbst ohne aktives Heizsystem. Sie sehen, dass die Temperaturen etwas schwanken, aber dass sie doch alle in einem behaglichen Bereich sind. Und Sie sehen auch hier die Außentemperatur, die sich um die 0 Grad Celsius schwanken. Wir haben auch die relative Humidity, also die Luftfeuchtigkeit, gemessen. Im Winter ist es ja immer ein bisschen trockener als im Sommer. Hier, wir haben also einen Behaglichkeitsbereich zwischen 30% und 60% relative Luftfeuchtigkeit. Und also Sie sehen auch hier, dass die relative Luftfeuchtigkeit ein bisschen schwingt, Tag und Nacht, aber doch relativ homogen ist. Also dann hier, das sind die CO2-Werte. Also was ich da vorher in dieser theoretischen Tabelle gezeigt habe, ist jetzt so, dass das auch hier in der Wirklichkeit auch aufgetragen wird. Sie sehen hier, dass die CO2 ansteigt und dann wird hier gelüftet und dann steigt der CO2-Wert, nachdem das Fenster wieder geschlossen wurde hier. Und da sehen Sie über diese ganze Woche dann hier. Das war ein Wochenende und das ist dann, wenn das Gebäude halt eben belegt ist. Und wir sind meistens unter dem maximalen Wert von 1200 ppm. Im Sommer sieht es so aus, das war, so wie ich von Baumschlager Eberle gehört habe, ein sehr heißer Sommer. Das heißt, wir haben manchmal Beschwerden über zu warme Lufttemperatur im Inneren. Es ist aber so, dass das Gebäude auch im Großen und Ganzen auch im Sommer recht kühl gehalten wird, eben durch diese Nachtlüftung, auch durch diese interne Wärmekapazität des Gebäudes, sodass wir das Gebäude im Prinzip nur durch diesen Algorithmus betreiben können. Die relative Luftfeuchtigkeit ist natürlich höher hier im Sommer nach diesen Messwerten. Auch dort gibt es wieder ein bisschen diese Schwankungen. Also diese Schwankungen sind natürlich durch Tag und Nacht gegeben, durch die verschiedenen Temperaturen. Und die CO2-Werte sind grundsätzlich im Sommer sind die niedriger als im Winter. Das kommt daher, weil das Gebäude doch die Lüftungsklappen mehr geöffnet werden im Winter. Im Sommer, Entschuldigung. Also deswegen haben wir dort eigentlich relativ gute Werte im Sommer. So, das waren jetzt nur diese technischen Werte, die wir gemessen haben. Für mich sind es doch etwas wichtiger, auch zu sehen, auch wie sich die Leute darin verhalten. Also wir haben halt auch eine Umfrage gemacht. Wir haben einfach gefragt, also User Survey haben wir gemacht, einmal im Winter, einmal im Sommer. Und wir haben danach gefragt, also nach der klassischen Art, fühlen Sie sich okay oder ist es etwas zu kalt oder ist es etwas zu warm?
Und wir haben diese Durchfrage gemacht, diese Umfrage gemacht für den Winter, also für den ganzen Winter und vor den kältesten Tag im Winter. Also es gibt da zwei verschiedene Werte. Für den Winter an sich waren wir sehr zufrieden, also es gibt nur geringere Leute, die sich ein bisschen beschwert haben, es ist zu kalt oder etwas zu kalt, aber doch entspricht das doch ein bisschen der Normalverteilung. Wohingegen im Winter, also doch im kaltesten Tag des Jahres, waren dann doch einige, die sich doch ein bisschen beschwert haben, die haben gesagt, es ist ein bisschen zu kalt dann halt eben. Die Indoor Air Quality war eigentlich sehr gut, eben auch in dem Winter, dass wir die Indoor Air Quality immer im behaglichen Bereich behalten konnten. Im Sommer sieht es so aus, das ist für die Summer Season here again, also das ist hier, dass es eigentlich relativ gut beurteilt wurde. Jedoch war es so, dass der Sommer hier sehr, sehr heiß war und dass sich da doch Leute ein bisschen mehr beschwert haben. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Umfrage gemacht wurde in diesem sehr heißen Sommer. Und das Gebäude hatte keine interne Verschattung gehabt zu dem Zeitpunkt. Also die haben jetzt etwas Verschattung vorgesehen. Hier, in der Air Quality war immer gut in diesem Zeitraum. Also da waren wir auch recht zufrieden mit dem Zeitraum. Das sind nochmal die Werte für den Primärenergiebedarf. Die waren an sich sehr, sehr gut. In dieser Berechnung wurde halt auch eben die internen Wärmeabgaben mitberechnet. Also wir berechnen ja die internen Wärmeabgabe auch durch die Computer. Wir benutzen die Wärme der Computer, um das Gebäude aufzuheizen. Und diese Elektrizität, die wir dafür verwendet haben, ist auch mit hier inbegriffen in dieser Kalkulation. Das sind gemessene Werte. Das Gebäude funktioniert an sich sehr gut, aber es braucht einen Fallschirm. Also wir benutzen auch die künstliche Beleuchtung als Parachute. Wenn es wirklich zu kalt wird, wird das künstliche Licht eingeschaltet. Also sozusagen eine Resistenzheizung. Ja. Und dieses Gebäude benötigt diesen Fallschirm. Ohne diesen Fallschirm könnte es dazu kommen, dass das Gebäude eventuell zu kalt werden könnte. Ja? Diese Art dieser Lüftung an sich braucht immer einen Fallschirm. Der kann durch diese künstliche Beleuchtung bereitgestellt werden. Ich persönlich bin auch interessiert daran, an lokale Heiz- und Kühlsysteme zu schaffen, also für einen bestimmten Arbeitsbereich oder für einen bestimmten Raum, dass dann nur lokal die Temperatur also hochgehalten wird oder niedrig gehalten wird, weil in den Bereichen, wo das Gebäude nicht benutzt wird, da können wir vielleicht etwas höhere Schwankungen aufweisen. Es gibt auch hier einige Fragestellungen, die ich immer von anderen Seiten manchmal höre. Zum Beispiel die graue Energie des Backsteins, ist das zu hoch? Könnte der Fall sein, ja. Jedoch ist es so, dieses Gebäude kann auch ohne diesen Backstein gebaut werden. Also es ist nicht der Fall, dass dieses Gebäudekonzept nur mit Backstein gebaut werden kann. Sie brauchen die gute Wärmedämmung im Gebäude. Sie brauchen auch die interne Wärmekapazität im Gebäude. Jedoch ist es so, dass es nicht von diesem Backstein abhängig ist. Zudem die Zuverlässigkeit der CO2-Sensoren, das ist ein Thema, was auch kommen wird. CO2-Sensoren sind teuer. CO2-Sensoren haben nur sehr, sehr kurze Lebensspannweite. Und ich persönlich bin sehr, sehr daran interessiert, diese CO2-Sensoren zu ersetzen durch
bessere Präsenzmelder, durch bessere Sensoren, die jetzt gerade erst auf den Markt gekommen sind, um nicht nur den CO2-Konzentration zu messen, sondern halt eben auch andere Messpunkte zu sammeln, um insgesamt auch diese Technologie billiger zu machen. Ja? Also das war auch ein bisschen so ein kritischer Punkt, auch am Anfang des Gebäudes, als es errichtet wurde. Die CO2-Sensoren brauchen viel Maintenance, um die Messergebnisse richtig zu erzielen. Ja, das war eine kurze Präsentation für mein Gebäude. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen trockenen Hals habe. Und ich hoffe, es war hilfreich für diese Präsentation. Applaus.